Kurz die Frage, die jetzt kommt mal ein bisschen ab. Es geht um den Kaufvertrag und es geht um die Leistungsstörungen. Und zwar durch den Verkäufer. Die Leistungsstörungen, die der Verkäufer verursachen kann. Das ist sehr wichtig, wenn man einen Rechtsfall hat, dass man zunächst mal einordnen kann, kategorisieren kann. Die Strukturzahl hier ist 5. Von Seiten des Verkäufers kann es 5 Leistungsstörungen geben. Auf Seiten des Käufers nur eine einzige, nämlich der Annahmeverzug. Also haben wir insgesamt 6, aber 5 verursacht durch den Verkäufer. Da ist einmal die Späterfüllung. Man spricht hier auch von Verzug. Das heißt, er liefert zwar, aber er liefert zu spät. Dann die Nichterfüllung. Das heißt, er liefert gar nicht. In diesem Zusammenhang spricht man oft von Unmöglichkeit, aber man muss prüfen, ob wirklich Unmöglichkeit vorliegt. Nichterfüllung, er liefert gar nicht. Späterfüllung, er liefert zu spät. Dann die Schlechterfüllung. Er liefert auch rechtzeitig, aber die Ware hat einen Mangel oder mehrere. Das ist die Schlechterfüllung. Dann haben wir die PVV, die positive Vertragsverletzung, das heißt, durch den Vertragsabschluss wird die Situation nur schlimmer, nicht besser. Ja, zum Beispiel, ein Verkäufer verkauft ein Rind an einen Bauern, dieses Rind ist krank und steckt die ganze Herde an. Statt dass der Käufer jetzt ein gesundes Rind mehr hat, hat er jetzt von mir aus 50 kranke Rinder. Und in dem Zusammenhang spricht man von positiver Vertragsverletzung. Positiv heißt aktiv. Er hat mit positiv im Sinne von gut nichts zu tun, sondern aktive Vertragsverletzung. Der Verkäufer tut etwas, was er nicht tun sollte. Und dann haben wir noch die CIC, die Culpa in Contrahendo, die Schuld oder zum Zeitpunkt der Vertragsanbahnung. Auch hier treten Käufer und Verkäufer bereits in ein vertragsähnliches Verhältnis und da muss man Rücksicht nehmen auf die Rechte des anderen. Das heißt Culpa in Contrahendo. Schuld im Prozess der Vertragsanbahnung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.